Namaste, willkommen zu Pankaja Ayurveda. Heute möchte ich ein bisschen über die Planetenkonstellation zurzeit sprechen und ein paar Tipps geben und am Ende des Videos einen kurzen vedischen Chant, ein kurzes Mantra anstimmen, was heilend und ausgleichend wirkt. Also die Planetenkonstellation aus dem Jyotish gesehen, aus der vedischen Astrologie, die ist im Moment ganz, ganz spannend. Also es sind alle Planeten, wenn man sich das so vorstellen möchte, auf einer Seite des Astrologiecharts. Ja, das Astrologiechart, das vedische, hat 12 Häuser. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, alle von denen sind irgendwie so in einer Ecke gesammelt. Und getrennt, abgetrennt, so wie eingeschlossen, sind die von Rahu und Ketu. Das sind die zwei sogenannten Schattenplaneten, die ganz viel mit unserem Karma, mit unserem auch früheren Leben zu tun haben. Also vor allem Ketu mit dem früheren Leben, der wird als der Schwanz oder der untere Teil eines Wesens gesehen. Und Rahu ist der Kopf. Rahu ist das, was in diesem Leben oder auch in quasi ins Zukünftige, was, wo es uns antreibt, wo es uns hintreibt. Also da, wo Rahu und Ketu, die sind immer in so einem vedischen Chart gegenübergesetzt, wo die, in welchem Haus die bei dir sitzen und in welchem Zeichen oder mit welchem Planeten zusammen, das sagt ganz viel davon aus, darüber aus, was sozusagen deine Lebensachse ist, deine, woher du kommst, wohin du gehst, so ganz, ganz kurz gefasst. Und jetzt sind wir in einem Kala Sarpa Yoga. Da sind wir auch noch eine Weile drin. Und das nennt man, wenn alle Planeten eben von Rahu und Ketu auf eine Seite eingegrenzt sind. Und eingegrenzt, das sagt es schon, es fühlt sich restriktiv, also einengend an. Natürlich, weil da, wo sie sonst viel Platz haben, sich aufzuteilen und frei zu bewegen, sind sie jetzt irgendwie so zusammengetümmelt. Und noch dazu, ganz viele von ihnen, ich meine 5 oder sogar schon 6, sind auch noch alle in einem Zeichen, und nämlich im Steinbock. Und Steinbock wird von Saturn oder im Jyotish Shani, Lord Shani Maharaj, regiert. Und der ist ein ganz wichtiger Planet für dieses Jahr 2021 und auch 2022. Ist ein großer Lehrmeister, kann man so sagen. Und mit allem, was da jetzt mitschwingt, und das ist für viele Menschen, ist es oft so ein bisschen beängstigend. Viele Menschen haben so eine gewisse Furcht vor Saturn, weil der so als strenger Lehrmeister manchmal gesehen wird. Es gibt aber auch ein ganz anderes Verständnis, ein ganz tief spirituelles Verständnis von diesem Shani. Und das ist, dass er im Grunde dich gerade rückt auf deine wirkliche Spur. Auf deine Herzensspur, auf das, was für deine Seele in diesem Leben dran ist, als dein Dharma, so genannt. Dharma, deine Verantwortlichkeit, deine Aufgabe, deine auch Lebenserfüllung. Und das, wie wir schon an dem Wort fühlen können, Lebenserfüllung, das ist dann, wenn du in der Tiefe genau da eintauchst, in diese Schwingung, was wirklich für dich dran ist, dann ist das ganz tief erfüllend und erfreulich. Dann ist es nicht hart und trocken, wie das sonst so manchmal verbunden wird mit der Energie des Saturn, mit der Energie der Begrenzung, der Eingrenzung. Das Spannende ist, in der Eingrenzung kann ganz viel Freiheit erlebt werden, kann ganz viel Neues entdeckt werden, was in einem ausufernden, alle Möglichkeiten sind offen, gar nicht dran wäre, weil wir da nicht hinschauen würden oder weil kein Raum wäre, für so etwas Tiefes hochzukommen. Also es sind ganz tiefgehend transformative Zeiten zur Zeit, ja, die du nützen kannst, wenn du es möglich machst, nicht nur mit Befindlichkeiten zu gehen, die können ganz stark wechseln im Moment. Und je nachdem, welches deiner Häuser zum Beispiel im Steinbock ist, da sammeln sich gerade alle diese vielen Planeten. Und da kann ganz viel Reibung sein. Das kann im Beruf sein, das kann in deinen Beziehungen sein, das kann im Familien, zu Hause sein, ganz viele verschiedene Bereiche, je nachdem, wo das bei dir ist. Wir alle haben sie irgendwo sitzen und spüren also Reibung. Und da ist jetzt wichtig zu schauen, was, also wie beim
Wir hatten mal dieses Bild in einer meiner Ayurveda-Ausbildungen, wenn zum Beispiel Diamanten geschliffen werden, dann hat das mit Reibung zu tun. Ja? Und Reibung erzeugt Hitze. Das ist das, was im Yoga Tapasya genannt wird. Tapasya, wenn du, Tapasya heißt auch so etwas wie Hitze oder Disziplin oder auch ja, Zwang ist jetzt so ein negativ besetztes Wort. Es ist eher etwas durchzuziehen. Das ist, was Saturn, Shani gerne von uns möchte, dass wir uns aufs Wesentliche besinnen, das, was für uns eben wesentlich dran ist, für uns im Zusammenhang mit unserer Arbeit, mit unserem Partner, mit unserer Familie, mit unseren Kindern, wo auch immer wir stehen im Leben, und das Unnötige aussortieren. Also das kann auch einen ganz praktischen Alltag wirklich aussortieren heißen. Ist ganz, zum Beispiel kriegt ganz tolle Energieunterstützung zur Zeit, wenn du Sachen loslässt, wenn du ordnest, wenn du vielleicht Dinge, die lange aufgeschoben sind, Projekte, die du irgendwie sammelst, aber nicht ausführst, nicht in wirklich praktische Umsetzung bringst. Wenn du das jetzt angehst, kannst du ganz viel Energie, ganz viel Unterstützung bekommen, ja, von den Konstellationen. Wenn du gegen Dinge ankämpfst, wenn du irgendwie was anderes willst, wenn du aus dem Ego heraus, das ist diese schwierige Unterscheidung, was kommt aus dem Ego, was kommt aus deinem höchsten Selbst. Höchstes Selbst, das ist dein inneres Sein, dein inneres Wesen, das, was nicht abhängig ist von deiner Umgebung, noch nicht mal von deinem Befinden, von Erfolg oder Misserfolg, das ist davon nicht abhängig. Es gibt eine Stelle, eine Instanz in dir, ganz tief, aber auch ganz nah. Und die erfahren wir ganz leicht in der Stille, wenn wir die zulassen. Und das erfahren wir im Klang, wenn wir zum Beispiel auch singen oder wenn wir ein Mantra rezitieren. Und in den Lücken zwischen einem Mantra, in den Lücken zwischen einem Gedanken, was man hat das früher oder wahrscheinlich auch heute noch so genannt, Nahenkastel. Kennt ihr das? Ins Nahenkastel schauen, was heute sehr viel verloren geht mit großem Schaden, weil wir jeden leeren Moment, den es so gibt, nützen zu füllen. Wir glauben, wir müssen alles füllen, wenn wir irgendwo warten. Zum Beispiel Wartezeiten sind etwas ganz, ganz Kostbares. Wenn wir da die Leere zulassen in dem Moment. Wenn wir in der Schlange wo anstehen, ja, ist jetzt zum Beispiel heutzutage häufiger wieder, weil wir irgendwo draußen warten müssen. Wenn wir auf den Bus warten, solche Situationen, da ist es ganz toll, wirklich diese Leere, diesen Moment einmal zuzulassen und nichts zu tun, nichts nachzusehen, nicht das Handy zu checken, nicht jemand anzurufen, sondern einfach nur wahrzunehmen im Moment, was ist um mich, was ist in mir und einfach dieses Nichts für einen Moment genießen. Da fühlst du an dieses Sein an. Da kannst du einen Moment erleben, wo auch Gedanken aufhören. Aber nicht, weil du sie zwingst, sondern weil ganz natürlich unser Geist es liebt, zu diesem stillen Bereich zu gehen, wenn wir ihn lassen. Auf der Oberfläche hat er diese ganz vielen Gedanken. Da ist es seine Natur. Deswegen zwingen wir ihn auch nicht. Aber natürlicherweise erlauben wir ihm zwischendurch in diesen stillen Bereich einzukehren. So, bin ich jetzt ganz interessant im Grunde zum Thema Meditation geleitet worden. Dann ist das heute dran, dann ist das die Nachricht, das ist ganz natürlich. Ich glaube nicht, dass Meditation irgendetwas Künstliches, Fremdes, von außen Verordnetes ist. Das ist, jedes Kind ist in Meditation, ein Baby ist in Meditation. In einem Moment des tiefsten Glücks bist du in Meditation. Nicht ein Glück, ein sehr äußerliches, ein sehr aufgepeitschtes Glück, wo du glücklich herumspringst, das kann auch wunderbar mal sein. Aber dann bist du doch noch immer sehr im Außen. Und wenn was auch immer dieses Glück erzeugt hat, plötzlich weg ist, dann ist das Glück weg oder sogar das Gegenteil, dann bist du unglücklich. Ja, also das, wo es diese Gegensätze gibt, diese Dualität, Glück und Unglück, da sind wir immer auf der sehr e ja, ego- oder oberflächlichen Ebene, die auch ein Teil vom Leben ist, natürlich, ganz wesentlich. Aber es gibt einen Bereich, der ist tiefer als das. Ja? Und
Von einem Lehrer habe ich mal gehört, was, wenn du dich zurückerinnerst an Momente, wo du wirklich ganz glücklich warst, unglaubliches Glück erlebt hast, dann hat er uns hineingeführt, du kannst das jetzt auch mitmachen. Denk, was ist dir da jetzt spontan als erstes eingefallen? Egal wann im Leben, kann heute, gestern, vor einem Jahr, vor 10 Jahren, in der Kindheit, im Moment tiefsten Glücks, gibt es so etwas? Was fällt dir da ein? Egal was es ist. Ja, und dann haben Teilnehmer da viele verschiedene Dinge genannt, wie zum Beispiel, wie mein Kind geboren wurde. Ja, und das ist ein Beispiel, was mir gerade in Erinnerung ist. Und der Meister hat das zurückgeführt, dass im Grunde alle diese Glückserfahrungen damit zu tun hatten, dass man in diesem Moment voll und ganz akzeptiert hat, was da ist. Volle Akzeptanz. Totale Akzeptanz, aber nicht eine vom Kopf, eine intellektuelle, eine moralische. Ich muss ja alles tolerieren und akzeptieren. Das funktioniert gar nicht. Da täuschen wir uns selbst. Da versuchen wir zu tricksen. Das wird nicht zur Tiefe führen. Aber eine natürliche, tiefe Akzeptanz dessen, was ist, das ist ein tiefes Erleben von Glück. Ja. Und das können wir, daran können wir uns zurück erinnern und anknüpfen, und das können wir ausweiten in unserem Leben, dass wir einen Moment, jeden Moment vielleicht von Schönheit, den wir erleben, auch an einem schwierigen Tag, einen Moment, wo ein Sonnenstrahl irgendwo drauf fällt und wir ganz kurze Auszeit nehmen, wie eine Mini-Meditation, nur diese Schönheit an einem Moment wahrzunehmen, das kann so ein Moment von Glück sein, und damit trainierst du dieses, dich mit dem Selbst zu verbinden, mit dem Selbst zu verbinden. Und gleichzeitig funktionierst du im Außen wunderbar. Du machst deine Arbeit, du lebst deine Beziehungen, du führst deine Gespräche. Aber du weißt, du bist angebunden an etwas ganz tief, an eine innere Quelle. Und mit der können wir uns verbinden. Und da sind wir im Moment ganz nah durch die interessante Planetenkonstellation, die uns im Grunde beschränkt, einengt und uns Reibung gibt und uns verschiedene karmische Aufgaben hochkommen. Sieht, also wie so Dinge, die wir in den Keller verbuddelt haben, im Garten verbuddelt haben, symbolisch gesprochen, wo wir nicht hinschauen wollten, das kann jetzt alles zum Vorschein kommen, und es ist eine Riesenchance, einiges davon zu befreien. Also, das waren jetzt einige Worte, ganz spontan, wie sie einfach kamen zur Planetenkonstellation, und wie kannst du aus einer schwierigen Zeit eigentlich eine Chance machen, dass. Das ist die Nachricht oder der Impuls, den ich dir heute damit geben möchte. Und damit aber genug Worte, nur ganz kurz erwähnt, Ayurveda-Konstellationen im Moment biete ich, weil es das neue Jahr ist, und einfach als Dankbarkeit, dass alles dies überhaupt möglich ist, online zu arbeiten, biete ich freie Ayurveda-Konsultationen an, noch im Jänner 2021. Also wenn du dich bei mir meldest, meine Website ist in der Box pankaja.com, und dann können wir über Ayurveda auf allen verschiedenen Bereichen, wo es dich eventuell interessiert, sprechen in einem Online-Gespräch. Und jetzt enden wir aber mit Stille und mit Klang. Der Klang kommt aus der Stille. Und der Klang geht wieder in die Stille. Das können wir wahrnehmen, und da können wir eintauchen. So, ich singe jetzt für Lord Ganesha, für den vedischen Gott, der alle Hindernisse beseitigen möge, für jeden von uns. Er sitzt hier mit mir. Gajananam Akshitam
Hari Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hari Om. Dieser Stille können wir ein paar Minuten, wenn du magst, noch zusammensitzen.